Ich muss zugeben, das übertrifft sogar meine Erwartungen. Ist in Ordnung. Margaret, auch wenn ich deine blumigen Formulierungen bewundere, sind andere möglicherweise nicht derart verständnisvoll. Bitte versuch dich in gemischter Gesellschaft zu beherrschen. Natürlich, Robert. Ich könnte mir Lunch vorstellen. Möchtest du im Pariser Café essen? Im Augenblick bin ich nicht hungrig. Ich ruhe mich ein wenig aus, wenn es dir recht ist. Natürlich. Du weißt, wo ich bin, wenn du mich brauchst. Ach so, sag mal. Was hab ich da für einen Waschlappen geheiratet, ha? Jetzt bin ich da drinnen, gell? Was tue ich da? Was soll denn das sein? Seltsam. Es ist ein Vogelnest, aber es ist gar nichts darin. Ein Vogelnest? Ja, was tut denn da? Da war der Vogel. Der berühmte Pleitegeier. So, mal, der hebt sein Bein schön. Besonders. Scheint, der kleine Kerl will diesen Ast einfach nicht loslassen. Verstehe. Wenn das Druck und das, das mag er nicht. Ich würde mal sagen, da fehlt mir was, hä? Meine Suite, oh. Madam, ich bin hier gerade fertig. Schön, Montague. Übrigens, wegen meiner Mutter. Eine wirklich verblüffende Frau, Madam. Sie hatte allerlei zu erzählen über ihre einzige Tochter. Merken Sie sich, Montague, dass es nicht Ihre Sache ist, das zu beurteilen. Natürlich nicht, Madam. Ich bin ein Diener. Ich persönlich hatte nicht das große Glück, über meinem Stand zu heiraten. Wenn Sie mich nun bitte entschuldigen. Eben, er ist nur ein Diener und mehr nicht, gell? Und ich bin die feine Dame des Hauses. Jetzt haben wir da meine Schminkkoffer, hä? Meine Finger sind nicht schmal genug, um dort hineinzugreifen. Das ist keine Überraschung. Was möchte ich? Eine Pinzette. Ja, warte mal. Ach ja, ich hatte diesen doppelten Boden schon vergessen. Ich kann mich beim besten Willen nicht erinnern, was ich dort verwahrt habe. Ja, da ist ja ein doppelter Boden. Wahrscheinlich hat er ein bisschen Kokain versteckt. Ah, eine Schere. Naja, ich vermute, ich hatte einen guten Grund, sie damals dort zu verstecken. Eine Schere. Warum tut man die verstecken, hä? Ja gut, jetzt habe ich eine Schere, gell? Aber für was? So, man soll diesen Vogel das Bein abschneiden. Schaut nass. Ich glaube, das... Ja gut. Das möchte ich nicht. Die Schiffsküche der Titanic. Ich bin gar nicht in Stimmung für einen Lunch mit Robert. Aber ein gekochtes Ei wäre schon gut. Wie dumm, dass ich beim Griff ins Wasser meinen Arm verbrühen würde. Ein Griff ins Wasser? Ja, so mal. Dieses Wasser kann man da ausschütten, oder? Ich glaube... Ja, Scheißdreck, jetzt möchte ich ein Ei. Ah, da bist du. Ich habe schon ohne dich bestellt. Ich dachte nicht, dass du kommst. Wieso überrascht mich das nicht? Da ist jemand in schlechter Stimmung. Ich weiß, entschuldige. Ist nur ohne mich. Vielleicht musst du einfach nur seefest werden. Es dauert möglicherweise eine Weile, aber versuch es bis heute Abend. Wir werden nämlich mit dem Captain speisen. Natürlich. Robert, warum müssen wir in separaten Kabinen reisen? Wir sind schließlich verheiratet. Margaret, meine Liebe, du weißt, ich sorge mich um dich. Aber auf einer Schiffsreise geht es schon beengt genug zu. Ich brauche meinen Platz, so wie du den deinen. Und da wir erst einige Wochen verheiratet sind, könnte es etwas überhastet wirken. Wir reisen in die neue Welt, Robert. Du solltest besser dein alte Weltdenken ablegen. Mein Gott, ich habe einen verklemmten Waschlappen geheiratet. Jetzt, wo sei? Mein Leben ist eine Katastrophe. Wo tue ich jetzt? Ein Löffel. Und der Salzstreuer.
Im Orient bringt Bambus Glück. Er ist auch nett anzusehen. Bambus. Im Orient. So, man soll diesen Bambus durchschneiden. Macht bestimmt einen guten Eindruck. Auf jeden Fall habe ich einen Bambusstab. Ja, pass auf. Jetzt kann ich doch bestimmt mit dem Löffel das Ei ausfischen. Ich komme mit dem Löffel nicht heran. Oder nicht? Scheißdreck. Ich muss das anders verwenden. Das ist auch nicht. Ja, was soll denn das sein? Schön mit dem Salz. Jetzt ist das Wasser weniger geworden. Doch, wir haben ein Ei. Der Bambusstab, warte mal. Den könnte ich doch da verwenden, hä? Sag das. Und jetzt habe ich einen Bronzeadler. Und da oben war dieses Vogelnest, gell? Und ein Ei. Hört das. Was haben wir hier? Einen geheimen Weg? Ich bin ein neugieriges Mädchen. Lasst uns sehen, wohin das führt. Nein, nein, nein. Das geht gar nicht. Sie dürfen nicht hier sein. Was? Wo genau ist hier? Klügere Köpfe als unsere haben ihr ganzes Leben damit verbracht, diese Fragen zu stellen, ohne eine Antwort zu finden. Wie ist Ihr Name, junge Lady? Ich bin Margaret Ashley. Und was ich meinte war, was ist dieser Raum? Warum ist er hier und wer sind Sie? Ich bin Dinta Valoris. Und Sie haben mein privates Heiligtum betreten, das ich gleich zu Beginn in die Pläne dieses Schiffes eingearbeitet habe. Sie haben dieses Schiff gebaut? Nun ja, nicht wirklich. Ich war als Schiffsbauassistent angestellt. Ich war zuständig für all die weniger glamourösen Bereiche des Schiffbaus. Klempnerarbeiten, Frachträume, Motoren, naja, all diese Dinge. Aha, also haben Sie eine kleine private Suite für sich selbst eingebaut. Und nun sind Sie ein blinder Passagier auf Ihrem eigenen Schiff. Ist es nicht so? Natürlich erfassen Sie nicht die Wichtigkeit der Titanic. Alle bedeutenden Männer werden Sie irgendwann einmal Ihr Zuhause nennen. Geschäftsmänner, Weltführer, Helden, Artisten. Entscheidungen, die an Bord dieses Schiffes getroffen werden, werden die Welt, wie wir sie kennen, verändern. Was ich hier geschaffen habe, ist ein Netzwerk von Hallen in Hallen, sodass ich Zeuge der Geschichte der Entstehung werden durfte. Ich versilberte Spiegel auf verschiedenen Decks, sodass ich hinaus, aber niemand hineinsehen kann. Also, Sie spionieren Leuten zu Ihrem Vergnügen nach? Nein, absolut nicht. Verzeihung, Madame, aber ich finde diese Ansicht sehr naiv. Jedem das Seine. Ich glaube, ich werde jetzt gehen. Versprechen Sie, mein Geheimnis zu wahren? Ich möchte keinen Ärger, Mr. Tavaluris. Was Sie tun, ist Ihre Sache. Ich muss nur zurück. Ich diniere heute Abend nämlich mit dem Captain. Selbstverständlich. Oh, Sie können jedoch nicht den Weg zurück, den Sie gekommen sind, fürchte ich. Einbahntür. Das hätte ich mir denken können. Also, wie komme ich hier raus? Den zweiten Gang hinunter gibt es eine weitere verspiegelte Tür, die in den ersten Klassesalon führt. Versuchen Sie jedoch nicht gesehen zu werden, sonst haben wir beide sehr viel Ärger. Richtig. Ja gut, ich darf mir sagen, er ist ein notgeiler Spanner, gell? Wo tue ich da? Ich glaube, ich sehe einige Streichhölzer da unten. Wenn ich in diesen Gängen herumlaufe, brauche ich eine Menge davon. 10 Streichhölzer. Ja gut. Die haben wir gleich, oder? Tamasumi. Nummer 8, das 9. und die 10. So sollte es gehen. Wenn ich tatsächlich mehr davon brauchen sollte, würde das bedeuten, dass ich mich verlaufen habe. Was haben wir sonst noch? Jetzt ist die Klappe geöffnet. Jetzt ist die Klappe geschlossen. Wow, schön, eine Klappe. Jetzt ist die Klappe geöffnet.
Und die Dämmung? Offenbar fehlt dort ein Rohrstück. Genau meine Meinung, gell? Da fehlt was. Ich habe die Lüftung geschlossen. Die Lüftung geschlossen? Hört ihr wichtig? Rohrsegment. Das passt aber nicht an, ja? Das ist nicht der vorhergesehene Verwendungszweck. Warte, nur eins, oh Gott. Das sind die Dinge wichtig, hä? Jetzt muss ich durch das Labyrinth gehen. Schau dir diese Animation an. Geil, oder? Spektakulär. Scheiße, eine Sackgasse. Das sollte normalerweise nicht kompliziert sein, oder? Ja, gut. Dies muss die Tür sein, von der Mr. Tavaluris gesprochen hat. Es stehen Leute auf der anderen Seite, sodass ich sie nicht öffnen kann. Vielleicht kann ich hören, was sie sagen. Sie sagt zu mir, ich muss da rausgehen. Da bin ich noch Rohr. Ich habe die Lüftung geschlossen. Jetzt ist die Klappe geöffnet. Verstehe. Der Dampf geht scheinbar rum, ha? Warte mal. Weißt du eine? Offenbar fehlt dort ein Rohrstück. Ja, da fehlt auch was. Ich muss das anders verwenden. Der Gepäckraum. Vielleicht, wenn ich mein Ohr an den Spiegel lege? Doch, natürlich geschah nie etwas, weil... Was war das? Haben Sie das gesehen? Was gesehen? Ich schwöre, ich habe eine Bewegung hinter diesem Spiegel gesehen. Ich denke, Sie sollten aufhören, sich selbst im Spiegel zu beobachten, mein Lieber. Dieser Mann konnte mich sehen, als ich nah an den Spiegel herantrat. Das sollte ich nicht noch einmal versuchen. Jetzt werde ich mich mal in den Gepäckraum begeben, oder? Da muss ich mir wieder durchs Labyrinth navigieren, gell? Richtung Ziel. Scheiße. Jetzt gehen wir da rundum. Und? Wir haben's, oder? Jetzt. Der Gepäckraum. Ein Rohr, da ist nur eins. Ich erkenne die Kiste von Doc wieder. Sie hat ein Schloss, doch ein zufälliges Raten der Kombination wäre sinnlos. Ja gut, da brauche ich eine Kombination, gell? Jetzt ist die Klappe geöffnet. Ich habe die Lüftung geschlossen. Das scheint einer dieser neumodischen Rauch- und Hitzedetektoren zu sein. Er gibt Alarm, wenn die Temperatur ansteigt oder der Raum sich mit Rauch füllt. Gott bewahre! Ein Ventilationsschacht. Klingt, als ob ein Gebläse hinter diesem Rost ist. Jetzt muss ich allerdings erstmal diese Rohre setzen, gell? Na, pass auf, kann durchpassen. Hört das? Und die anderen. Ja, pass auf. Da vorne kann das hier passen. Das kann ich nicht tun. Das passt nicht. Nimm mir das doch. Ich habe den Dampf in den nächsten Raum geleitet. Der nächste Raum ist da vorne. Und da gehört dann das noch hin. Ich habe den Dampf in den nächsten Raum geleitet. Jetzt habe ich den Dampf umgeleitet, aber... Was bringt mir das? Der Rauch wird in den Ventilationsschacht gesaugt. Ich habe die Lüftung geöffnet. Verstehe. Ich habe die Lüftung geschlossen.
Das scheint einer dieser neumodischen Rauch- und Hitzedinger. Jetzt, wenn da drinnen die Temperatur steigt, dann geht der Alarm los, gell? Aber die Luft wird abgesaugt, gell? Wir wollen diesen Ventilator ausschütten. Jetzt ist die Klappe geschlossen. Klappe geschlossen. Ich dachte mir im Monat, sie muss auf sein. Jetzt ist die Ich habe den Dampf in den nächsten Raum. Ich habe die Lüftung geöffnet. Der Dampf hat den Spiegel vernebelt. Vielleicht kann ich jetzt nah genug herankommen. Ach so, jetzt hängt mir nur mal Bedarf. Ich habe meinen Geburtstag als Kombination eingegeben. Den Monat, den Tag und schließlich das Jahr. Es ist nicht besonders gut, das zu erzählen. Ich besitze übernatürliche Kräfte, wissen Sie? Es wäre mir ein leichtes, Ihren Geburtstag zu erraten. Da mache ich mir keine Sorgen. Hätten Sie tatsächlich diese Fähigkeiten, würden Sie die Kombination auch so wissen. Unabhängig davon, ob es mein Geburtsdatum ist. März, der 21. Nicht einmal annähernd. Stimmt, aber der Monat hat ein Einwort. Oder ein E. Eigentlich nicht. Verzeihen Sie mir, wenn ich das sage, aber Sie sind nicht wirklich gut in dem, was Sie tun. Ich will Ihnen dennoch sagen, wenn Sie die Anzahl der Buchstaben des Monatsnamens nehmen, erhalten Sie den Tag. Aber, sagen Sie nichts weiter. Ich hab's. In welchem Jahr sind Sie geboren? Das ist eine unverschämte Frage an eine Lady. Dennoch, mein Vertrauen in das Unvermögen Ihrer Fähigkeiten ist groß genug, Ihnen mit dieser Information zu dienen. Ich bin 1867 geboren. 1867, ja, sag mal, ist die Kombination. Da ich jetzt einige Informationen habe, will ich mal sehen, ob ich die Kombination entschlüsseln kann. 1867. Ja und? Nix. Scheiße. Lauf, nochmal zurück. In Ordnung, ich konzentriere mich nun. Kein A- oder E-Monat. Die Anzahl der Buchstaben des Monatsnamens verrät Ihnen den Tag. Geboren 1867. Sie sind definitiv Waage. Oder vielleicht Schütze. Und Sie tun dies für Ihren Lebensunterhalt, nicht? Ja, sag zu mir kein A- und kein E-Monat. Da bleibt im Grunde gerade Juni oder Juli übrig, oder? Da bleibt mir auf. Der Juni hat 4 Buchstaben, gell? Dann ist der Juni der 6. Monat, gell? Und die Jahreszahl. 1867. Und es passt schön. Ja, was soll denn das sein? Eine Mumie. Ein Sarkophag. Er wird tausende von Jahren alt. Ich denke, ich halte mich an der Verkleidung fest, die ihn bedeckt. Ein Abdeckblech. Oder die da? Damit kennt ihr aber. Warte mal. Jetzt, wenn ich das. Moment. Ich habe die Lüftung geöffnet. Ich habe die Lüftung geöffnet. Nein, der Dampf. Den brauche ich doch da rum, oder? Jetzt ist die Klappe geschlossen. Jetzt ist die Klappe. Sag mal, holt Dampf. Moment. Ich habe die Lüftung geschlossen. Ich habe den Dampf in den nächsten Raum geleitet. Das hat einen Alarm ausgelöst. Ich denke, ich sollte mich wohl besser aus dem Staub machen. Aus dem Staub machen, das da mal. Durch den Salon, gell? Entschuldigen Sie die Störung? Bitte sehr. Der Temperaturfühler im Frachtraum Nummer 4 ist ausgefallen. Und der Kapitän meint, Sie sollten informiert werden. Frachtraum 4? Min Kaori ist in Frachtraum 4. So, wie ich vorhergesehen habe. Wie bitte? Ich muss sichergehen, dass alles in Ordnung ist. Entschuldigen Sie mich bitte beide. Meine Güte, weg ist sie. Ja, Sir, das ist sie. Nun, ich sollte zurück zu meinen Aufgaben. Und ich werde mich in mein Zimmer zurückziehen. Die ganze Wahrsagerei hat mich völlig erschöpft. Ich sollte mich nun endlich fortschleichen, solange ich kann.